Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem lang ersehnten Tutorial. Wir werden heute in Blender Shockwaves erstellen, und zwar mit der Partikelsimulation und dem Smoke Simulator. Und ich zeige euch dann noch, wie ihr die rendern und später dann tatsächlich in Blender und als Alternative auch in After Effects verwenden könnt. Für diejenigen, die die Shockwaves noch nicht kennen, hier nochmal eine kleine Vorschau. Okay, dann starten wir mal in Blender. Am Anfang fange ich erstmal an, alles zu löschen und füge einen Zylinder hinzu. Der Zylinder kriegt keine Deckflächen oben und unten und den skaliere ich ein bisschen kleiner. Das soll später unser Emitter werden, aus dem die Partikel rauskommen. Jetzt füge ich noch ein paar Edge Loops hinzu und mit Proportional Editing versuche ich jetzt, diesen Ring außen am Rand ein bisschen gebogener zu machen. So, unser Emitter ist jetzt fertig. Und als nächstes füge ich eine Kamera hinzu mit der Auflösung 1000x1000 Pixel, also ein Quadrat. Das soll später reichen. So, auf den Emitter füge ich jetzt ein Partikelsystem hinzu. Start und End werden auf 1 und 3 eingestellt, in Lifetime auf 40, der Random ungefähr auf 0,6 und emitted wird im Prinzip vom Volumen mit einer normalen Geschwindigkeit von 15 und einem Random-Wert von 0,5. Das gibt mir jetzt das, aber ich möchte keine Schwerkraft haben, die jetzt, sag ich mal, die Partikel nach unten zieht, sondern schwerenlosen Raum. Deswegen setze ich die Gravity runter, setze jetzt noch ein bisschen Dämpfung ein, Damping auf 0,07. Damit die da noch irgendwann aufhören, sich aufzubereiten, auszubreiten, die Partikel. So, das Ende setze ich jetzt mal auf 80, so lange soll ungefähr die Animation dauern und mir waren jetzt die Kanten ein bisschen zu rund. Das habe ich jetzt noch ein bisschen ausgeblendet. Hier spiele ich jetzt noch ein bisschen mit der Endzeit rum, aber das könnt ihr, wie gesagt, machen, wie ihr wollt. Als nächstes füge ich ein Turbulenzfeld hinzu und das soll jetzt später für die etwas größeren Verzerrungen in den Partikeln gedacht sein, wie man es jetzt hier sieht. Die werden halt recht großflächig verzerrt, deswegen ist die Size auch auf 6 gestellt und dann eben noch ein bisschen Flow, damit die wieder nicht so weit nach außen wegfliegen, sondern mehr gebremst werden. Dementsprechend muss ich dann eben auch die Kamera anschieben. Und ja, jetzt füge ich eben noch ein zweites Turbulenzfeld hinzu. Das ist jetzt wesentlich stärker und bekommt dafür aber eine relativ kleine Size. Das heißt, wir haben hier jetzt diese kleinen Verzerrungen, diese Verwirbelungen, die man dann später auch im Rauch sehen kann. Das sieht man dann hier ganz gut. Der Flow bleibt hier auch relativ gering. Wir wollen nicht, dass das Turbulenzfeld zu viel abbremst. Genau. Wie gesagt, da soll es dann euch überlassen sein, welche Werte ihr da einsetzt. Da könnt ihr wirklich rumspielen, wie ihr das wollt. So lange, bis es euch gefällt. Ja. Jetzt stelle ich die Anzahl auf 10.000, also ein paar mehr Partikel. Das geht vom Rendern her eigentlich relativ schnell. Und füge jetzt ein Vortex-Feld hinzu. Das Vortex-Feld sorgt dafür, dass sich die Partikel im Kreis drehen. Das ist eben dieser Effekt, den kann man jetzt stärker oder weniger stark machen. Das kommt darauf an, wie man das haben will. Finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus.
Auf allen Kraftfeldern habe ich ein klein wenig Noise drauf, damit das nicht überall gleichmäßig wirkt. Und das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Zufall. So. Beim Partikelsystem schalte ich im Mitte raus und backe das System einfach, damit ich das später nicht mehr machen muss. Und füge jetzt eben eine Domain hinzu außenrum und setze im Prinzip diesen Emitter auch als Smoke-Emitter. Stelle hier den Dissolve-Wert ein bisschen höher, damit der Rauch nach einer Zeit verschwindet. Setze auch hier die Schwerkraft wieder runter. Ansonsten verändere ich keine Einstellungen, außer die Vorticity, genau, die setze ich auf 4, damit der Rauch so ein bisschen mehr Zufall erhält und ein bisschen mehr durcheinander gewirbelt wird. Die Divisions kann man auf 100 stellen, umso höher die Divisions sind, umso feiner der Rauch, aber ich hätte gern Rauch, der auch ein bisschen dicker ist, deswegen übertreibe ich damit nicht. Jetzt gehe ich in die Benutzereinstellungen, drehe den Hintergrund ein bisschen dunkler, damit man das einfach besser sehen kann. Jetzt drehe ich hier noch ein bisschen was an den Partikeln, die verdoppel ich einfach nochmal, wenn mir das noch nicht so ganz gefallen hat. Jetzt habe ich 20.000 Partikel. Die Divisions, da spiele ich auch mit ein bisschen rum. Auch da gilt, da kann alles funktionieren. Hier habe ich es mal auf 200 gesetzt. Da sieht man, das wird dann schon enorm langsamer und der Rauch ist mir zu fein geworden. Also 100 reicht mir. Jetzt stelle ich Smoke High Resolution auf 3 und die Methode auf FFT, finde ich, sieht am besten aus, um den Rauch nachträglich noch ein bisschen zu verschönern. So, und wenn ich das dann backe, erhalte ich tatsächlich diesen Effekt hier. Genau, die Wiedergabe ist relativ langsam wegen der Smoke High Resolution. Die kann man jetzt entweder ausstellen, aber wenn man es tatsächlich mal sehen will, wie es fertig später aussieht, ohne es jetzt komplett zu rendern, dann zeige ich jetzt halt hier jetzt gleich nochmal eine Möglichkeit. Blender hat das sogenannte OpenGL Preview eingebaut. Das findet sich oben hier, OpenGL Render Animation. Dazu muss man jetzt erstmal ein paar Einstellungen treffen und im Prinzip die Videodatei einstellen, das Format auswählen, Namen geben. Und wenn man das alles gemacht hat, kann man das dann im Prinzip als OpenGL Preview exportieren. Hier nehme ich halt noch ein paar Einstellungen am Encoding vor. Ich exportiere das gerne als MP4-Datei, weil es klein ist und weil es eben einfach schnell gehen muss. So, und jetzt rendere ich im Prinzip die Animation. Wenn das dann fertig ist, diese Animation, dann sieht das so aus. Da kann ich mir dann schon mal ungefähr eine Vorschau angucken, wie das dann später fertig aussehen soll. Den Hintergrund stelle ich jetzt erstmal auf schwarz oder weiß, das spielt hier in dem Fall keine Rolle. Wähle ich die Domain auf und stelle meine Render-Methode auf CPU, weil ich jetzt ein Material hinzufügen will, und zwar ein Smoke-Material. Und Smoke läuft leider nur auf der CPU und nicht auf der GPU. Das macht das Ganze noch sehr langsam. Für mein Rauchmaterial habe ich ein Preset. Das sieht so aus. Wir haben im Prinzip hier ein Density-Attribut, was durch ein paar Einstellungs-Layer, sage ich jetzt mal, in ein Volume Scatter und Volume Absorption reinführt. Das sorgt eben dafür, dass die beiden Shader werden dann eben addiert und das sorgt dann letztendlich für den Rauch. Für mehr Infos, da gibt es auch zahlreiche Tutorials, müsst ihr einfach mal googeln. Genau, die Flame, also die Flamme, interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir haben ja keine, wir haben ja hier im Prinzip nur Rauch. Und jetzt experimentiere ich halt eben noch ein bisschen mit den Einstellungen. Da fügt noch eine Sonnenlampe hinzu, die eben mit einer Stärke von 2 auf den Rauch scheint.
Und jetzt kann ich den Smoke Scale und die Density einstellen, wie ich das will. Das Preset könnt ihr euch auch runterladen, das habe ich mal in der Beschreibung verlinkt. Einfach nachgucken. Es ist eigentlich recht einfach zu bedienen. Am Ende habe ich, glaube ich, für den Smoke Scale und die Density jeweils einen Wert von 0,5 gewählt. Das sah eigentlich ganz gut aus. Jetzt kommen wir mal zu den Render Settings. 1000x1000 Pixel, 25 FPS. Und das im PNG-Format, RGB mit Alpha. Ganz wichtig, unten bei Film Transparenz aktiviert, damit auch der Rauch später auf dem Hintergrund, damit man auch den Rauch später im Hintergrund einfügen kann. Ich animiere noch den Seed, damit das Rauschen sich verändert über die Zeit, und man könnte jetzt, sag ich mal, die Qualität des Rauchs hier mit dem Volume Sampling kontrollieren, wie man das gern hätte. Die Tile Size stelle ich auf 64, weil ich mit meinem Prozessor arbeite, mit meiner CPU. Und die Samples stelle ich jetzt mal zum Testen auf 50. Könnt ihr auch alles einstellen, wie ihr das wollt. Und wenn ihr das dann exportiert, könnt ihr auf Animationen klicken und dann kriegt ihr halt so eine Bildsequenz. Ja. Wenn ihr die dann später exportiert habt und verwenden wollt im Blender, zum Beispiel bunt machen wollt, könnt ihr das ganz einfach im Compositor über ein RGB Curves Modifier, sag ich jetzt mal, tun, wie ihr hier seht. Kann ich da recht einfach die Farbe einstellen, wie ich das gern hätte. Und mit einem Hue Saturation Value kann ich dann eben entsprechend noch die Stärke und die Farbe des Effekts ganz einfach jetzt hier bestimmen. Ganz cool. In After Effects geht das Ganze natürlich auch. Dazu erstmal die Komposition auf 32-Bit einstellen. Das kann man durch Alt klicken unten auf diesen Button erreichen oder einfach nur mit Linksklick. Und dann wählt man sich die Ebene aus. Und ich empfehle jetzt das Plugin VC Color Vibrance von Video Copilot. Das, wie man hier sieht, sorgt eben dafür, dass man solche coolen Effekte hinkriegt, und durch die 32-Bit Farbtiefe sieht das dann doch um einiges besser aus als im Blender. Und wie ihr hier seht, kann man ganz einfach auch die Farben verändern. Das sieht eigentlich schon ziemlich cool aus.